Die amtierende Miss Germany Kira Geiss ist heute Morgen bei mir zu Gast. Ganz ohne Krönchen, dafür aber mit großen Zielen. Denn sie möchte eine Stimme sein für junge Menschen und für die Kirche. Beides ist, glaube ich, dringend notwendig. Schönen guten Morgen, Kira. Schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Total gut. Du hast die Schärpe mitgebracht. Die müssen wir einmal... Genau. Einmal... Darf ich sie berühren? Du darfst sie berühren. Das ist die Schärpe. Genau, die Miss Germany Schärpe. Hast du dich sonst schon dran gewöhnt? Ich trage sie nicht. Also eigentlich trage ich sie. Sie gehört noch so ein bisschen dazu, aber eigentlich geht es nicht mehr um Schärpe oder Krone, sondern um Inhalt, genau. Also das ist noch so ein bisschen altes Klischee, wird mit der Zeit vermutlich auch verschwinden. Aber Schärpe ja, Krone nein. Ja. Was ist mit der Krone passiert? Die Krone ist ersetzt worden durch den Female Leader Award. Genau, der ist jetzt, also ganz kurz zu Miss Germany, ist kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern eine Auszeichnung für Frauen sozusagen, die Verantwortung übernehmen wollen. Okay, du sagst das wundervoll selbstverständlich. Ja. Meine Vermutung ist, ja, wenn man hört Miss Germany, was eine ganz lang tradierte Marke ist, da ging es immer darum, dass da, wie war es bisher? 90-60-90, ein bestimmtes Klischee. Wir reden an von Frau. Maßen. Genau, 90-60-90, 90 Oberkörper, 60 Taille, 90 Hüfte. Also einfach diese perfekte Frau. Groß, weiß, blond, blaue Augen, so dieses Klischee. Und ich finde das was ganz Utopisches. Und Max Klemmer, das ist der jetzige Inhaber von Miss Germany, der hat gesagt, er möchte mit seinem Namen nicht mehr für dieses Bild stehen. Er möchte Frauen nicht mehr instrumentalisieren, sondern er möchte denen eine Plattform geben, wo sie über gesellschaftsrelevante Themen für unsere Gesellschaft sprechen können. Und ich habe damals, wann war denn das? Im Juni, glaube ich, letztes Jahr, Werbung bekommen auf Instagram für Miss Germany. Und habe das weggeswiped, weil ich hatte das im Hinterkopf so als diesen Schönheitswettbewerb. Und aus unterschiedlichsten Gründen passt das einfach nicht mit meinem Bild von unserer Welt und das, was ich auch meinen Teens vermitteln will, zusammen. Habe ich weggeswiped, habe die Werbung nochmal bekommen, habe gesehen, hey, okay, die haben da vielleicht irgendwie ein bisschen was verändert. Und die suchen Frauen, die was in unserer Gesellschaft verändern wollen. Und ich dachte mir, hallo, ich möchte was verändern. Okay, also noch einmal für mein Laienverständnis. Es gibt nach wie vor die Miss Germany-Wahl. Ja. Und die ist aber geprägt von Menschen jungen Alters oder allen Alters und aller Couleur und allen Interessen. Genau. Ist ganz divers. Mhm. Also wir hatten dieses Jahr alles dabei, von Curvy-Frau über eine Frau, die nur noch einen Arm hatte, eine schwarze Frau, Transgender-Frau, Frauen, die im Gaming-Bereich tätig sind, Frauen, die im Finanzwesen tätig sind. Also es ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Und das ist Miss Germany auch wichtig, dass unsere Gesellschaft einfach repräsentiert wird und nicht nur dieses Klischee. Als du das gesehen hast und draufgeklickt hast bei Instagram und gesagt hast, Moment, ich habe ja ein Thema, war dir immer klar, dein Thema wäre Jugend? 100%. Ja? Ja, ich weiß, dass dieses Thema für mein Leben ist. Das war jetzt im März, also du bist noch nicht lange Miss Germany, aber dann ist man für ein Jahr amtierende Miss Germany. Ein Jahr ist ja auch eine überschaubare Zeit und du möchtest natürlich was machen in dieser Zeit. Was ist dein Plan? Ich habe ein 3-Stufen-Modell entworfen mit dem Fokus auf Jugendarbeit. Sehr konkret, okay. Genau, das heißt Collect, also sammeln, Connect, zusammenbringen und Create, zusammen kreieren. Ziel ist es eine, und das ist kein Prozess, den man forcieren kann, also den man beschleunigen kann, sondern das wird dieses Jahr anfangen, das wird dieses Jahr aber nicht fertig sein. Und auch, ich habe ein Preisgeld bekommen von 25.000. Das kommt nicht auf mein eigenes Konto, sondern das liegt mir für dieses Projekt zur Verfügung. Und ich möchte eben eine deutschlandweite Jugendplattform aufbauen und das mit Hilfe dieses 3-Stufen-Modells. Collect ist sozusagen, wir sammeln Informationen, Meinungen, Interessen von jungen Menschen, weil ich der Meinung bin, wenn wir Jugendarbeit machen wollen, wenn wir junge Menschen fördern wollen, müssen wir sie fragen, was willst du eigentlich? Und das sage ich auch, weil ich bin Teil der Generation, die ich ansprechen möchte. Und genau, deswegen diese Collect-Phase mit jungen Menschen gestalten, nicht für sie. Und dann ist Connect, wir machen Connect-Events in Städten, wir bringen junge Menschen mit schon bestehenden Konzepten, mit Jugendgemeinde, mit Jugendprogrammen, mit Institutionen oder Unternehmen zusammen und machen sozusagen ein Highlight-Event, vernetzen sie aber langfristig, damit es wirklich Frucht tragen kann. Und Create, das ist dann sehr viel Zukunftsperspektive, sehr weit gedacht, aber das ist mein Ziel, dass wir einmal im Jahr wie eine Art kleines Riesenevent. Ein ganz kleines Riesenevent. Genau, wo diese Create-Programme wieder zusammenkommen und ein großes, die Connect-Programme wieder zusammenkommen und ein großes Create-Event sozusagen veranstaltet wird. Mhm. Genau, wie so eine Jugendmesse, Bildungsmesse, wo man aber auch Freizeit hat. Genau. Und wie erreicht ihr die Menschen, die Jugendlichen? Also wie ist Collect?
Unterschiedlich. Also zum einen eben dieses Auswertungsprogramm. Wir haben überlegt, ob wir eine App entwickeln, dass wir in Schulen sind, dass wir auf der Straße sind, dass wir natürlich in den sozialen Medien, wo auch sonst, unsere Zeit verbringen und da junge Menschen erreichen, aber auch, indem ich präsent bin. Also ich bin bei Jugendfestivals dabei, ich bin Gnadauer Jugendreferentin und bin einfach ganz, ganz viel an Orten, wo junge Menschen sind, weil ich glaube, am Ende, wenn wir ganz ehrlich sind, das Thema soziale Energie, am Ende erreichen wir Menschen vor allem dann, wenn sie mit uns sympathisieren und das passiert, wenn wir uns gegenüber sitzen, wenn ich jemanden wirklich treffe, wenn ich mir Zeit nehmen kann. Und das ist was, wo wirklich mein Herz verschlägt. Genau. Das habe ich auch letztes Jahr tatsächlich gemacht in Magdeburg. Da habe ich geholfen, eine Jugendgemeinde mitzugründen. Und stark, ich freue mich. Ja. Da habe ich ganz, ganz viel Beziehung leben dürfen. Und ich weiß, das ist das Wichtigste, was wir machen müssen. Vitamin B ist A und O. Vitamin Beziehung. Genau. Vitamin B ist A und O. Ist ein schöner Claim auf jeden Fall. Das ist so mein Ziel, Safe Spaces außerhalb der digitalen Welt zu schaffen, damit wieder wirkliche Interaktion passieren kann und dass junge Menschen gefördert werden. Also in der Jugendgemeinde in Magdeburg haben wir gesagt, wir möchten junge Menschen im sozialen, im musikalischen und im kreativen Bereich fördern und einfach Freunde sein, die aber auch Autorität haben und anleiten und fördern können. Und das ist so das langfristige Ziel, genau. Cool. Sag mal, Lisa Paus, ja. Du möchtest was mit Lisa Paus auf die Beine stellen. Genau. Bundesministerium für digitale Bildung. Das ist so ein bisschen mein Ziel, weil ich glaube, wir brauchen viele, viele Gedanken in meinem Kopf. Wir brauchen Organisationen, wir brauchen Strukturen, damit junge Menschen gefördert werden. Und das muss mit der digitalen Welt zusammenhängen. Und Lisa Paus ist Bundesministerin für Familie, Jugend und Frauen und auch ein bisschen ältere Menschen noch. Und Senioren, genau. Ja. Genau, genau. Nicht ganz unwesentlich. Nee, Zielgruppe auch, ja. Nee, also sie ist eine krasse Frau, die viel Kapazität hat, die jetzt schon ganz, ganz viele spannende Sachen macht. Viele interessante Aspekte und ich würde mich gerne mal mit ihr zusammensetzen, weil ich finde, wir müssen lernen, also 2007 war ja sozusagen der digitale Wandel und ich habe das Gefühl, keine Generation hat jemals gelernt, wie man wirklich mit den sozialen Medien umgeht und gerade so die Gen Z, meine Generation, ist damit groß geworden, konsumiert das unglaublich viel, das ist Daily Bread eigentlich sozusagen, aber wissen wir wirklich, was es mit uns anstellt. Und ich glaube, deswegen brauchen wir Strukturen und deswegen würde ich gerne mit ihr zusammensitzen und sagen, hey, okay, wie können wir Jugendarbeit fördern? Wie können wir Familienstrukturen fördern, damit junge Menschen lernen, mit den sozialen Medien umzugehen? Wie können wir in das Schulsystem, jetzt war Bildungsgipfel, wo auch nicht so ganz klar war, was irgendwie jetzt passiert. Also viele Themen, die gerade gut dazu passen, auch zu meiner Thematik Jugendarbeit und soziale Medien. Genau. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass Deutschland das anstrebt. In Europa haben wir es schon, Bundesministerium für digitale Bildung. In Deutschland fehlt es noch und ich möchte gerne da einen Anstoß geben und mit ihr quatschen. Du hast aber noch keinen Kontakt zu ihr? Nee. Lisa Paus, los geht's. Ja. Los geht's. Komm zu mir. Los. Ein Jahr Zeit, Miss Germany, amtierende Miss Germany. Los geht's. Du hast es eben angerissen, dass Jugend und auch Glaube für dich beides so die beiden großen Säulen eigentlich sind. Erzähl mir das mal ein bisschen genauer. Wieso ist Jugendarbeit so dein großes, wichtiges Thema? Was ist deine eigene Geschichte damit? Ich hatte eine Phase in meinem Leben. Ich bin früh sehr selbstständig gewesen und meine Mama wollte immer, dass ich lerne. Ich war auf dem Gymnasium. Ich habe das auch gut gekonnt, aber hatte nicht mehr so große Lust. Habe dann gegen sie rebelliert, sobald sie gesagt hat, lernen. Dementsprechend habe ich dann irgendwann die Schule gewechselt, bin auf der Realschule und bin da in einen ziemlich coolen Freundeskreis gerutscht, für mich damals. Ich war mit dem Schülersprecher zusammen, der war ein paar Jahre älter als ich und hatte einfach Freunde, die viele ältere Geschwister hatten, die viel Zugang hatten, dementsprechend auch zu Alkohol, Zigaretten, allem Möglichen. Und ich bin da voll auf die Schiene mit aufgesprungen. Meine Eltern haben davon gar nichts mitbekommen. Ich habe einfach viel bei Freundinnen übernachtet am Wochenende und wir sind ab 12, 13 sind wir jedes Wochenende unterwegs gewesen bei irgendwelchen Bauwagenpartys oder Hauspartys. Und ich habe überhaupt nie gelernt, mit Alkohol umzugehen. Und ich bin da voll reingerutscht, ohne zu wissen, was passiert. Und war dann eben, als ich das erste Mal, was ich getrunken habe, war Wodka Lemon. Ich habe das überhaupt nicht. Drei Becher hintereinander. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was mit mir passiert. Und aus. Ich habe keine Ahnung mehr. Und es tut mir heute weh, so zu sehen, was die kleine Kira irgendwie so mitgemacht hat, unwissend. Genau, und einfach, das waren nicht die Werte, die mir gut getan haben. Ich habe mich ganz, ganz arg dadurch identifiziert, wie viel ich getrunken habe, welche Freunde ich hatte, wie ich mich artikuliert habe, wie ich ausgesehen habe. Und das hat mich richtig runtergezogen. Ich bin richtig in ein Loch gefallen. Auch die Beziehung hat mir gar nicht gut getan. Einfach viel passiert, was Narben in mir hinterlassen hat sozusagen. Und ich weiß wirklich, das letzte halbe Jahr habe ich fast jeden Abend in meinem Zimmer gesessen und voll geweint, habe mich richtig abgekapselt und habe dann irgendwann gesagt, okay,
Kira, du bist echt an einem Tiefpunkt angekommen. Und dir geht's seit Jahren nicht gut. Und du magst es eigentlich gar nicht, Party zu machen und da so wild unterwegs zu sein. Das macht dir gar keine Freude. Warum bist du da drin? Und dann war ich fertig. Wie alt warst du da ungefähr? Da war ich 15. Okay. 15, 16. Gerade so die Kette. Das ist natürlich ein Alter, also ein sehr reflektierter Schritt für das Alter. Ne? Ja, manchmal frage ich mich, warum ich da so denken konnte. Ja. Ich glaube, es hängt viel mit der Erziehung von meinen Eltern zusammen, aber ich bin dankbar. Für mich ist manchmal auch so Behütung einfach ein bisschen. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt meine Ausbildung an. Da bin ich dann gerade 16 geworden. Und ich mache jetzt einen Break. Habe mich von meinem Freund getrennt, habe mich von dem Freundeskreis getrennt, war super alleine. Wie macht man das? Bist du denn, Freunde, ich bin jetzt raus. Ciao. Nie Löscht meine Nummer. Nie wieder hingegangen. Einfach, heute würde man sagen, ghosten. Ja. Und die haben versucht, dich zu erreichen, du hast nicht mehr reagiert. Ja. So quasi. Also Schule war fertig. Viele Leute haben wir natürlich in der Schule gesehen. Dann dadurch, dass mein damaliger Freund und ich eigentlich denselben Freundeskreis hatten und die das natürlich alle mitbekommen haben, dass ich mich von ihm getrennt habe, war dann klar, okay, Kira macht da irgendwie einen Schlussstrich. Es gab schon vereinzelt noch welche, die ein bisschen was von mir wollten, aber ich habe dann einfach nicht reagiert oder gesagt, hey, ich habe keine Zeit. Und habe dann so ein bisschen einen neuen Schritt gewagt. Das ging eigentlich, jetzt rückblickend, wenn du das so fragst, ging das eigentlich ganz gut. Und ich war dann auch krass, das sagt ja auch was über das Verhältnis aus, wenn ja, das dann so leicht geht. Das ist die Leute gar nicht so, und das waren damals meine besten Freunde. Ja. Aber ja, das ging dann auch innerhalb des nächsten halben Jahres, habe ich dann zwei Mädels kennengelernt oder ich habe die wieder kennengelernt sozusagen. Ich kannte die aus meiner Kindheit. Und die haben mich eingeladen zu ihrem Jugendgottesdienst, zu Jugendfreizeiten, zu ihren Gemeindeaktionen. Ich fand das immer total cringe auch, cheesy so ein bisschen. Habe immer gesagt, Leute, ihr mit eurem Glauben, mit eurer Jugendarbeit, sorry, aber da sehe ich mich nicht. Also ich war immer so ein bisschen Cool Kid auch, tatsächlich. Und das hatte in dem Bild hatte das in Kirche keinen Ort? Überhaupt nicht. Also Kirche war für mich wirklich so dieses Klischee. Kalt, langweilig, Orgelmusik, trist, ich muss lange sitzen, macht keinen Spaß. So wie vermutlich viele deutsche Leute Kirche sehen, was ich schade finde heute. Durch alle Altersgruppen durch übrigens. Durch und durch gezogen. Auf jeden Fall war ich super alleine und ich bin total der soziale Mensch. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich komme mit Anfang 2019 auf eure Winterfreizeit. Sind wir in so ein kleines Dorf in der Schweiz gefahren. Ich war so alleine und mir ging es so schlecht irgendwie. Und dann, ich erinnere mich, als wäre das gestern gewesen, stand dieser Jugendreferent im Schneesturm an dieser Türe, als wir angekommen sind, und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Kira, es ist so schön, dass du da bist. Und das hat mir 3 Jahre gefehlt. 3 Jahre habe ich das gesucht. Und ich glaube, also der Mensch hat Entwicklungsphasen, die er durchleben muss. Und die Pubertät ist einfach eine von diesen Entwicklungsphasen. Es ist ganz normal, dass man sich so ein bisschen von der Familie abkapselt, weil man diese Selbstständigkeit lernt. Deswegen, ich habe immer eine gute Beziehung zu meinen Eltern gehabt. Ich habe immer ein gutes Zuhause auch gehabt. Oft werde ich gefragt, ja, Kira, ging es dir nicht gut zu Hause? Ja. Doch, mir ging es super. Aber Schule und Familie sind einfach so zwei Orte, von denen man sich so ein bisschen trennt in dieser Zeit. Und ich habe immer Sehnsucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach Bestätigung gehabt und habe das in diesem einen Moment bei diesem jungen Referent so gesehen und so gefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da ist jemand, der interessiert sich für mich, nicht für wie viel ich trinke oder welche Klamotte ich trage. Und diese Jugendarbeit, die war wirklich ein Gamechanger. Der Glaubensaspekt, diese Komponente, die fand ich am Anfang seltsam, befremdlich, bin ich reingewachsen. Heute bin ich 100% davon überzeugt, dass es stimmt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann mehr beweisen, dass es Jesus und den Glauben gibt, als dass es sie nicht gibt. Aber genau, Jugendarbeit hat mir eine neue Perspektive gegeben. Ich bin da voll gefördert worden, gesehen worden. Wenn du sagst, heute bist du fest in deinem Glauben, ne? Und am Anfang war das für dich cringe, wie du gesagt hast. Wenn ich das sage, klingt das super anmaßend. Aber wie hast du gemerkt, dass du auf einmal ein Gefühl für den Glauben entwickelst, so, dass du auf einmal einen Zugang dazu findest in dieser Jugendgruppe? Ich habe gesagt, okay, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dir eine Chance geben. Ich bin dann von zu Hause ausgezogen mit 16, innerorts in eine WG, in ein Mehrgenerationenhaus von der Gemeinde. Ich habe mit 5 Jungs zusammen gewohnt, 2,5 Jahre, war auch eine Lebensschule. Dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dem eine Chance. Es sind so viele Leute um mich herum, die mich begeistern, die mir mit Nächstenliebe begegnen, die so anders sind als der Freundeskreis, den ich davor hatte. Irgendwas muss ja bei denen sein, muss in denen ihrem Leben sein. Dann habe ich gesagt, ich möchte sein wie die, ich möchte das verstehen, ich möchte auch diese Ausstrahlung haben, diese Positivität. Und ich möchte mehr solche Menschen kennenlernen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich ziehe in diese WG, ich fange an Bibel lesen, ich versuche es einfach mal, ich gebe dir eine Chance, weil was habe ich zu verlieren? Ich hatte sowieso nichts mehr.
Und das hat sich einfach nur bestätigt. Wie hat denn dein Umfeld damals darauf reagiert? Weil zu sagen, mit 16 ziehe ich in eine Fünfer-WG in meine Gemeinde, ist für Eltern vermutlich auch herausfordernd. Und für deinen Freundeskreis, ne, deinen alten Freundeskreis, wie hat der reagiert? Den gab's nicht mehr. Ja, aber hast du denen irgendwann jemals gesagt, wisst ihr Freunde? Nee, ich habe einmal noch ein Mädchen getroffen, mit der bin ich zusammen essen gegangen. Und habe ich gesagt, hey, ja, ich bin jetzt so ein bisschen mit Jesus unterwegs und gucke mich gerade zur Kirche an. Und dann hat sie mich angeguckt, Kira, ist dein Ernst? Kann ich dir mal eine klatschen? Das hat sie zu mir gesagt, weil ich war nur so, okay. Wie hast du reagiert? Ich nehme das an. Weil jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Und das ist auch heute so. Wenn Teens zu mir kommen, die Teens, die in meinen Jugendkreis kommen, die müssen nicht glauben. Ich freue mich, wenn ich davon erzählen kann. Aber primär geht es darum, dass sie einen Safe Space finden. Ganz kurz einmal für mein Verständnis. Du hast in Magdeburg eine eigene Jugendgemeinschaft. Genau, mit zwei Frauen. Mit zwei Frauen eine Jugendgemeinschaft gegründet. Ja. Und da bietest du Safe Spaces an für junge Menschen, egal welcher Herkunft, egal welche Glaubensrichtung, religiöse Sozialisation. Also Glauben hat da einen Ort, aber muss da keinen Ort haben. Genau. Wir sprechen darüber, wenn Interesse besteht. Wir repräsentieren ja auch. Aber es ist kein Zwang, genau, weil es vor allem darum geht, wir haben unterschiedliche Formate, zum Beispiel Music und Live, wo eben der Fokus darauf liegt, wo wir auch mit Schulen zusammenarbeiten, wo der Fokus darauf liegt, dass junge Menschen im sozialen, musikalischen, kreativen Bereich gefördert werden, primär. Und wir haben auch einen ganz klassischen Jugendkreis, Teenie-Kreis, Freitagabend, wo es auch mal eine Andacht gibt oder wo wir auch mal über Jesus reden. Aber das darf kritisch hinterfragt werden. Und wir haben auch ein Mädchen, die hat einen muslimischen Background und die kommt trotzdem zu uns, weil sie sein darf, wie sie ist. Mhm. Genau. In deiner Funktion als Miss Germany hast du ein Jahr lang jetzt auf jeden Fall, du hast eine Plattform, ne? Ja. So. Und überraschenderweise möchtest du was für Kirche. Was muss sich bei Kirche ändern, damit Kirche eine Zukunft hat? Denn die Zahlen sprechen momentan gegen uns. Ja, das ist schade. Ich glaube, das ist immer blöd, das zu sagen. Es ist gut, eine feste Struktur zu haben, eine Grundstruktur, aber man darf nicht stagnieren. Unsere Gesellschaft verändert sich und auch Kirche darf sich mit verändern. Es ist wichtig, dass man seinen Prinzipien treu bleibt. Es gibt einfach Fakten, die machen den Glaube aus, die machen die Bibel aus, die machen Kirche aus, die dürfen stetig sein, aber die Gesellschaft verändert sich, deswegen muss sich auch Kirche mit verändern. Wir dürfen jüngere Gottesdienste haben, wir dürfen ein bisschen lauter sein, ein bisschen bunter. Und ich erlebe das schon. Also ich hatte das große Privileg, einfach viel Gemeinde zu erleben, die super multikulturell war. Ich habe auch in Magdeburg eine ganz tolle Gemeinde gefunden, aber das bräuchten wir mehr. Also dieses generationenübergreifende. Das ist für mich ein ganz großes Thema auch. Wenn wir in eine nachhaltige Gesellschaft investieren wollen, müssen wir zum einen in unsere Jugend investieren, müssen wir aber auch in diese Inkulturation zwischen den Generationen, also dass die Generationen miteinander arbeiten. Und ich glaube, das fehlt gerade noch in der Kirche. Wir haben entweder ganz junge Kirche oder ganz alte Kirche und wir brauchen die Komponente, die zusammenkommt. Also wir sagen, hey, okay, wir machen vielleicht einmal einen Sonntag machen wir traditionellen Gemeindegottesdienst und am Sonntag drauf machen wir aber ein jüngeres Format, das vielleicht abends stattfindet, wo man gemeinsam isst. Also dieses Kirche muss ein bisschen offener werden, ein bisschen weltoffener und muss den Leuten symbolisieren, wir wollen, dass ihr kommt und wir beschäftigen uns mit Themen, die auch ihr interessant findet. Genau, das sage ich auch zum Beispiel zu Unternehmen, die sagen, wir wollen junge Menschen erreichen. Ja, dann müsst ihr auch Dinge tun, die junge Menschen ansprechen. Ihr könnt nicht sagen, wir wollen nichts mit den sozialen Medien zu tun haben, wenn das die Komponente ist. Und so ist es mit Kirche auch. Und dazu würde es helfen, diese Menschen auch konkret zu befragen, was die eigentlich wollen, was die suchen. Und das ist ja deine Mission. Leuten, genau. Jungen Menschen eine Stimme geben, die in der säkularen Welt, aber auch in der Kirche Nachhall findet, damit die gesehen und gehört werden und es Angebote dafür gibt, 100%. Mit denen zusammen. Und deswegen stehe ich auch hier, also als junge Frau. Vielen, vielen Dank, dass du nicht müde wirst, genau darüber zu informieren, dass junge Menschen eine Stimme brauchen, dass du ein bisschen Stimme bist für die. Ich hoffe, dass du in diesem ein Jahr, in dem du jetzt Miss Germany bist, ganz viel von dem erreichen kannst. Also vielen Dank, dass du heute Morgen hier bist. Und Ihnen allen natürlich vielen Dank, dass Sie heute Morgen eingeschaltet haben. Weil so gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Seien Sie nächstes Mal auch dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag. Tschüss.